KI-Kompetenzen sind deshalb wichtig, weil künstliche Intelligenz eines der Themen ist, was oft unsichtbar schon ganz große Teile unserer Gesellschaft mit beherrscht, mit beeinflusst. Und ein souveräner Umgang mit diesen Technologien ist schlicht und ergreifend notwendig, um selbstbestimmt leben zu können. KI zu lernen, oder die Frage danach, wie wir eigentlich KI lernen, heißt erstmal ja, wo fangen wir eigentlich damit an? Und diese Frage ist am besten dadurch beantwortbar, dass man sagt, ja, möglichst früh. Es gibt Länder, die bereits im Vorschulalter mit Digitalisierungsthemen anfangen. Ich denke, wir müssen aber spätestens im Schulbereich dazu kommen, dass wir KI-Kompetenzen aufbauen, zum Beispiel über eine Aufwertung des Faches Informatik oder aber auch durch KI-Kompetenzvermittlung durchaus in anderen Bezugsfächern. Und das Ganze zieht sich dann natürlich durch die verschiedenen Bildungssektoren, wie Hochschule, wie aber auch lebenslanges Lernen. Und unterstützt werden muss das Ganze natürlich durch ein ordentliches Kompetenzmodell, was dann letztendlich auch beschreibt, was sind denn tatsächlich die KI-Kompetenzen, die wir auf den jeweiligen Stufen brauchen. KI hat in der Hochschulbildung im Wesentlichen zwei verschiedene große Potenzialbereiche. Das eine ist KI als Bildungsinhalt und das zweite große Potenzial ist KI als Bildungstechnologie. Der KI-Campus ist eine der Möglichkeiten und vermutlich die prominenteste, am weitesten sichtbarste Möglichkeit in Deutschland, deutschsprachige Angebote zum Thema KI sehr, sehr breit gefächert der Öffentlichkeit einerseits erstmal darzustellen und zu zeigen, von sehr, sehr niedrigschwelligen Angeboten bis hin zu sehr komplexen Verfahren wie maschinelles Lernen oder verschiedene Varianten von maschinellem Lernen sozusagen funktionieren, dies in die Breite zu tragen und auch zu zeigen, wie Hochschulangebote dazu aussehen können, die dann potenziell auch für Studierende tatsächlich anrechenbar sein können.